Gute Nacht. Noch kann ich mich nicht lösen von den wunderbaren Gedichten von Nelly Sachs. Das wird natürlich auch nicht wirklich sein, aber hier beim Einlesen gibt es deshalb heute noch eins für euch alle. So an der Schwelle zwischen dem 15. und 16. Mai in der Nacht, Mitternacht, noch ein Gedicht von Nelly Sachs. Und sie hat etwas drüber geschrieben über das Gedicht, und zwar folgendes. Ehe es wächst, lasse ich euch es erlauschen. Jesaja. Lange haben wir das Lauschen verlernt. Hatte er uns gepflanzt, einst zu lauschen, wie Dünengras gepflanzt am ewigen Meer, wollten wir wachsen auf feisten Triften, wie Salat im Hausgarten stehen? Wenn wir auch Geschäfte haben, die weit fortführen von seinem Licht, wenn wir auch das Wasser aus Röhren trinken und es erst sterbend naht unserem ewig dürstenden Mund, wenn wir auch auf einer Straße schreiten, darunter die Erde zum Schweigen gebracht wurde von einem Pflaster, verkaufen dürfen wir nicht unser Ohr. Oh, nicht unser Ohr dürfen wir verkaufen, auch auf dem Markte im Errechnen des Staubes. Tat manch einer schnell einen Sprung auf der Sehnsuchtseil, weil er etwas hörte. Aus dem Staube heraus tat er den Sprung und sättigte sein Ohr. Presst, o oh, presst an der Zerstörung Tag, an die Erde das lauschende Ohr. Und ihr werdet hören durch den Schlaf hindurch, werdet ihr hören, wie im Tode das Leben beginnt. Und ihr werdet hören, durch den Schlaf hindurch, werdet ihr hören, wie im Tode das Leben beginnt. Großartig. Schlaft gut, ganz schnell. Oder ja, wahrscheinlich habt ihr geschlafen und könnt das jetzt hier alles ganz in Ruhe anhören. Dann macht es so. Bis gleich.